Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You. So. Wir sind ja jetzt bei den Chicago Bulls. Das ist das dritte Spiel, das wir für unseren neuen Club dann bestreiten werden. Bin schon mehr als gespannt. Ba, 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 ba. Weiter. Unterwegs zur Arena heißt, wir haben ein Heimspiel. Ob das jetzt so viel ausmacht, wenn wir erst hingewechselt sind, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Gucken mal, ob wir nicht vielleicht... Was ist das? Rektalin trifft aus allen Lagen. Du machst heute keine 3-3er gegen mich. Okay, also haben wir eine Social-Herausforderung bekommen. Haben auch einiges an Kohle. Das können wir doch gerade mal hier in Dank noch investieren. 900 rum, haben wir gesagt. Das passt auch. Können wir gleich 5 Punkte nehmen. Okay, okay, so. Na? Was brauchst du denn so lange hier? Das bisschen speichern, 5 Punkte, also holla. Okay, super. Wieder ein Schritt näher zum Danken. Jetzt machen wir hier nächstes Spiel. Oh, Magic Johnson. Ich denke, Rektalin spielt weit unter seinen Möglichkeiten, was seine Pässe angeht. Es wäre im Interesse des Teams, wenn er sich in diesem Bereich steigern würde. Ja, ja. Dass der immer nur rumdissen kann, der Vogel. Dann machen wir halt ein paar Assists mehr. Müssen auf jeden Fall auch 3 Dreier machen. Damit ist die Linie klar für dieses Heimspiel. So wie immer, aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. So. Das passt. Schon beeindruckend, was die Bulls so geleistet haben in den Jahrzehnten gegen die Mavericks. Ah, schade. Da ist er, der alte Nowitzki. Ah, schade. 12 Assists, willst du mich verarschen? Wir probieren's. Und da ist der erste drinne. Damit wir das schon mal aus dem Kreuz haben. 12 Assists ist kein Pappenstiel. Just haven't been able to buy a break lately. 5 of their last 6 games have been losses. And Kevin, things really starting to get out of control. Yeah, what? Rebound. This losing streak is becoming an embarrassment. Wir probieren's. Und auch der sitzt. Nächste Dreier, nur noch einen. I think drastic changes, either, you know, altering the starting lineup, maybe looking for a trade. Aufpassen. Oh shit. Gefoult. Gutes Foul, sehr schön. Jawohl. Okay, sehr gut. Ah, shit. Leider einen schlechten Pass gespielt, aber was soll's. Kann nicht immer nur gut sein. Ah, Dirk Nowitzki, du Arsch. Kommt er da noch dran? Nowitzki outside. There's the dish to Ellis. 6 on the shot clock from 12 feet out. And that oh man, man, man. He doesn't waste too many of those chances close to the basket. Last outing for Chicago, they won that game against the Utah Jazz. And I think Kevin, you know, it really showed how important it is to have a Komm, du machst es. Buza, Buza. You can't rely on your starters night in and night out. The reserves have to contribute. Sehr gut. Nächsten Punkte für uns und sogar die Chance auf einen Extrapunkt. Yeah, Buza, gut. So muss es sein. So ist es toll.
They're happy with that one. Let's send it out to Doris Burke, who caught up with head coach Rick Carlisle. Was soll das denn? Tun wir ausgewechselt. Wir führen aber dick, das ist schon mal gut. Immer noch im ersten Viertel, das ist auch gut. Ist noch ein Tritt, ein Dreier schaffen. Sehr gut. Wir probieren es von ganz weit. War ja klar, dass der nicht klappt. And one of the interesting stories coming into this game was that he was the subject of some criticism. And it came his way via social media. And it wasn't just what the critique was, Steve, but who gave it. I mean, those words carry a lot of weight when they come out of the mouth of one of the best players to ever play the game. I'll tell you what, the post play has been rock solid right off the bat. Well, that's the key to basketball. Get the ball inside, into the paint, either with a pass or with... Ja, was soll's. So, nächstes Viertel. Und dann müssen wir gucken. 12 Assists müssen wir irgendwie raushauen. Frag mich nicht wie. Hör auf jetzt hier. Jungs, weg damit. Okay, so, wir sind wohl Point Guard. Tuning in, this is Kevin Harlan alongside Clark Kellogg and Steve. Ah, schade. And we're ready to get going once more. The players having a chance to have a short break and get some rest themselves and get refueled and hydrated with some Gatorade. More terrific basketball in store for us. Schade. Machen Sie den Korb. Some numbers here, the scoring breakdown for the Bulls. Now they didn't waste any time getting into a groove out there. They're dialed in from long range. Ja, da ist der letzte Dreier, den wir brauchen. Jetzt können wir nur noch Assists machen. Ah, schade. Gut, gut, gut. Rebound. Und der Korb. Sehr gut. Schon drei Rebounds, warum konnte er uns das nicht irgendwie abfragen? Oh, Wahnsinn. Macht er die drei Punkte? Noah. Pass zum Assist nur. Schade. Kein eigener Assist. Coming from everywhere. I thought it might be a little imprudent to try to get those points right back, but it worked. Larkin kicks to Ellington. Oh man. Wieder Punkte. Bounce pass there. We call that the pocket pass, and he did it well. Komm Noah. Es ist sehr gut. Nur noch 11, wie wir machen müssen. That's been a big part of their offense in the early stages. I mean, their success working the ball inside and getting Scheiße. Right at the rim. And I would continue to do it. Ach Gott, 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 was mache ich denn da für einen Kack? Now you've got other options to work with offensively. But the defense just looked a little lazy on the glass there. Yeah, nobody boxing out. That's inexcusable. Noah, mach's! Nächster Assist, du noch 10. Wir müssen es dem Magic Johnson zeigen, dass der lieber die Klappe halten sollte. Egal, was für eine Legende er sein mag. Gedisst wird nicht. Auch wenn er wahrscheinlich nur uns fördern will. Oder herausfordern, wie auch immer man es nennen will. Noah, mach's! Nächster Assist. Das harmoniert doch gut. Nur noch 9. Schreibe Teamgeschichte. Das wären dann 12 Assists pro Spiel oder was? Oder in einem Spiel. Ausgewechselt worden, frecherweise. 6 Sekunden vor Schluss sind wir wieder drinne. Oh Leute. Sehr gut. Immerhin hatten wir da noch einen Steal. Das ist doch schon mal ganz gut. Bla bla bla. Drei haben wir. Wir haben aber nur noch 2 Viertel vor uns. Okay, so Leute. Welcome back, everybody. Third quarter just about to get going here in what has been so far a runaway game. Buzza! Ach, Scheiße, ey.
wie er da erst ein Stück weggegangen ist. Ich gedacht habe, Boozer wäre offen. Und nein, war er natürlich nicht. Hat er mich gut reingetrickst. Leute. Oh, hat's gemacht. Boozer, mach's. Jawohl, Assist, 4 haben wir. Noch 8. To lose it the way they did too. I mean, that's where it really hurts, Steve. That's a hard one to take. Nix da. Aufpassen. Sehr gut. Boozer. Ah, nein. Mavericks trail by 13. Harris with it. Now defended by the Beast. Schön auf Harris aufpassen hier. Oh Mann. 4 Minuten noch. Kommt. Perfect screen there. Set him up with a nice look. Poor job by the defender to not fight over or around that screen. Du machst es, Boozer. Ah, Scheiße, nur zum Foul, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, immerhin macht er den Freiwurf. Sehr gut. Passen wir hinten schön auf. Block, Mann. Jawohl. Super. Sehr gut. Schade. Da ist schon ordentlich für Ärger gesorgt gerade. Oh Mann, da macht er die Punkte. 3 Minuten noch und wir müssen immer noch 8 Assists packen. Komm, Boozer. Nächster Assist. Super. Sehr gut. 5. Brauchen immer viel zu lange, nach meiner Meinung. Scheiße. This is exactly what they need to do right now. Attack the basket and hey, if you get fouled, I mean you get the opportunity to shoot free throws. Probier's. Nein. Off the left iron. Mavericks trail by 13. Ellis kicks to Harris. Green with the ball. Super. It's been a real difficult game for him offensively and it's costly. Mass green. Nein. Die sind doch zu dumm. Going against Chicago, their first meeting of the season. Well, it's their only rebound, jawohl. All season for these fans, Kevin. Butler, du machst das. The interconference matchup that we have. Well, they're passing to the Beast. Bulls moving. Boozer. And the from Boozer. The Mavericks have gone an even 50% for the four here in the third quarter. 4 of 8. Scheiße. 2 Minuten noch. Chicago leading by 11. Steve talking about these interconference matchups. You just don't see these teams all that much. Green und as much and danke. Kann er was draus machen? Eher nicht. Scheiße. Jungs, oh, danke. And Doris Burke has a report for us from the sideline. Thanks, Kevin. The Beast in their last matchup against the Jazz really lit it up. He had 21 points, and along with what he did on the offensive end, oh, schade. Stellar defense as well. This was a big win for him and his team as they snap a losing streak with that win, guys. Great job, Doris. Thank you. Oh, ich habe die Punkte nicht erlaubt, Mann. Falls dir aufgefallen ist. I agree with you there. I mean, he obviously hit on something that brought out the best in him and
Mach's. Jawohl, Assist. Die Hälfte. 12 müssen wir schaffen. 6 brauchen wir noch. Okay, Timeout. Das ist schon mal gut. Da ist die Uhr gestoppt. Aufpassen hier. Jawohl. Danke. Henry. Schade. Kein Assist für uns, aber immerhin Punkte. Du machst es. Nein, du bist doch dumm. So frei, wie er gestanden hat. Nix Defense. Kicks it to Ellis. Beziehungsweise natürlich, aber ich ärgert das gerade ein bisschen. Muss langsam werfen. Rebound. Komm, Boozer. Komm mal direkt zu uns. Komm. Gib mal her. Ich muss einen Assist machen, Mann. Nur hin und her spielen. Boozer. Naja, war ja klar. War ja klar. 7 Sekunden noch. Und dann macht er den letzten Punkt noch. Und schafft er es? Nee, dick vorbei, aber konnte noch werfen. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, im letzten Viertel 6 Assists zu machen. Ärgert mich, wenn wir das nicht packen. Ja, bla bla bla. Well, tremendous point guard play, but that's nothing new coming from him. This is what you expect, the gorgeous feed there. On the floor for Dallas, starting the fourth quarter. Okay, aufpassen hier. El Farouk Aminu is out there with Anthony. Ah, hat er gemacht, ey. Then it's Devin Harris. Wahnsinn. Don't take your eyes off of him, because he can make plays from multiple spots on the floor. Put the isolated cam on. Boozer. Here's the beast, guarded by Harris. Aminu over to help. Ah, Boozer! Scheiße, Mann! Wäre der nicht geblockt worden vorher? Kurz dran gewesen. Acht Sekunden noch. 7, 6. Er muss langsam werfen. Okay, er hat nochmal gepasst. Wow, hat er gut gemacht. Jetzt aber, komm, es ist super. 7, nur noch 5. Zurück nochmal, aufpassen hier. Oh, Leute. Everything else we talk about, folks, rebounding, defense, all of that. This game is still about making shots. You got to put the ball in the basket. That's the bottom line. And they found a way to do it here in the second half. Outside Rose. Come pass Rose. Rose, do it short. Fast break Dallas. Oh Mann. Komm, beweg dich mal. Zeit runter. Ich habe nicht so viel Zeit. Boozer, du Idiot. So, den scheiß Ball fangen können. Oh Mann. Okay, extra Punkte noch. Hat er auch geschafft. Checked in for Derrick Rose. Mavericks trail by 9. Harris. Wie sie von mir sofort Teamgeschichte erwarten, ey. Nur wegen dem Magic Johnson. Super. Well, those chances are always 2 points for him. I guess the defense did what it had to do to Bob. Na, foul provoziert. Okay, immerhin. Ich hab schon gedacht, Trains aus abgedrängt worden. Tough call there and a
tough break for the defense. But you know, I think you could still sliding in there. I don't have a problem with the call. Boozer passes to the Beast. Boozer. Hat er schön eigentlich weitergeleitet. Right side Boozer. Just five on the clock. Butler goes in. Hat er eigentlich ganz gut gemacht. Was soll's, ich ein bisschen habe ich die 5 Assists jetzt aufgegeben. Gehen wir hier hin, wo wir hin sollen. Okay. So, komm. Accurate pass right into the middle. The Bulls have gotten 4 of their 6 shots to fall so far here in the fourth. Komm, den machst du. Jawohl, Assist, super. Nur noch 4. Ich denke, es wird knapp, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Wollen wir sehen. If I'm coaching, I might sit him down for a minute. Let's find out what Doris Burke has for us. Kevin, I was able to listen in on what Rick Carlisle was going over with his team in that last huddle. He told them that they simply have to step up, saying if we don't make a move now, it's rebound, jawohl. Give them everything you've got. Kevin. Mach's, Boozer. Nächster Assist, super. Nur noch 3. Their prowess inside has been tremendous, guys. I mean, it's been no contest down on the low block. And until they prove they can stop them, I mean, they ought to continue to pound it in low. Harris kicks to Anthony. Oh, man. Tries it from 9. Foul von Boozer. Foul hard on the shot. He'll go to the line. Dann soll er halt werfen. He's been putting up the number. He's got 10 points. Okay. Marked twice from 3-point range as well. Well, it's no secret. I mean, the more points he can come up with from out there, sehr gut. The better off they'll be offensively. Mir geht's jetzt im Moment nur darum, den Ball wieder zu erhalten. Danke. Komm, Boozer, du machst... Oh, Block. Scheiße, ey. A temporary lapse of focus from him on that turnover. It's embarrassing, but on occasion it does happen. Mavericks trail by 11. And that's a foul called... Oh, schade. Egal. Leute, Rebound, super. 15 points. That's an excellent challenge right there. Good job. Danke. That shot by the defender. In low to Komm, Boozer. Ah, Mann. Good. Some solid defense from right. Dallas now running out of time. There's Ellis with the three ball. Dallas, no good that time. Da ist er, der nächste Rebound. His first three-pointer of the second half after making just one in the first. Warum bist du hierher gerannt? Das ist doch total bescheuert. Werf! Werf! Soll nicht passen! Oh. Komm, Boozer, dann mach wenigstens die Punkte. Wie ärgerlich, ey. Well, clearly we will not be witnessing a spirited comeback tonight, albeit as exciting as that would be. Okay, Punkte ist egal. An excellent all-around performance for the Bulls. Clark, their inside game was what secured them the win tonight. Yeah, Kevin, they had their way in the paint. Danke. Those are all high percentage shots. And in terms of the season record, this is going to be their 18th win overall. And if you had to pick one player who would maybe take over everyone else in terms of picking up his game, it was, I think, that kind of a night for the foul provoziert, immerhin. Their success was his ability to keep moving and finding guys when they would flash open. Dürfen wir wenigstens werfen, auch wenn der erste nicht trifft. Der zweite ist wenigstens drin. Das, ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Noch zu 3 sogar. Oh Mann. Took advantage of some shoddy defense there. They've got to at least get a finger on it. Danke. Shooting so far very efficient all around. Boozer, mach's doch einfach. Scheiße, jetzt krieg ich nicht mal einen Assist für den Kack, weil du so blöd bist. Gibt's doch gar nicht. Heißt du wieder, jetzt sind sie wirklich nicht gut genug. Scheiße, sag ich. To right. Who's
Boozer with the defensive effort. Danke, Boozer. Here's the Beast. Passes it to Boozer. Werf, Junge. Dann werfen wir eben selbst. Und der letzte war, glaube ich, noch drin. Oh Mann, ey. Gewonnen. Immerhin. Leider keine Teamgeschichte geschrieben, aber was soll's. Was passiert jetzt? Wahrscheinlich Pressekonferenz. Oder? Was lädst du so lange? Apparently being called out by an NBA legend on social media doesn't have much of an effect on your game. Care to make any comments about that situation? Die Leute können sagen, was sie wollen. Ich habe schon viel zu viel darüber nachgedacht. Wir sagen hier, das kann halt sagen, was er will. I try not to let what other people say about me affect my game. Even if it's an NBA legend doing the talking. Clearly, there are some things I need to work on, but I'm going to keep that between me and the coaching staff. If certain people want to keep talking, then so be it. So, das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Trotz allem würde ich sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.